Ich gebe die Codes jetzt ein. Reed sollte das Signal empfangen. Er taucht dann zügig hier auf. Bereitet den Hinterhalt vor. Hinterhalt. Hinterhalt ist was für Pussys. Brauchen keinen Hinterhalt. Begleitfahrzeug zerstört. Es ist kein Begleitfahrzeug, da ist Reed drin. Schade, dass der Truck nicht mehr fährt. Mal sehen, was er für uns Begleitfahrzeug zerstört. Und? Sie aufgescheucht. Explodiert er? Zack. Mission erledigt. Bowman, Boston, Reed ist... So, was haben wir hier noch? Das Truck Depot. Muss man wieder, ohne entdeckt zu werden. Nicht mehr auf dem Mag ich, wie gesagt, eigentlich nicht so gerne, aber hey, ich meine... Es gibt Schlimmeres. Außerdem, wer grindet, darf nicht wählerisch sein. Macht euch schon mal drauf gefasst, die Mission auch wieder zigmal zu machen. Apakatarium ein Fahrzeug gegeben. Weil ich immer irgendwie irgendwo entdeckt werde. Das Reinkommen ist nicht so das Problem, sondern die Dokumente fotografieren ist eher so mein Problem. Schon sind wir drin. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, um an den Wachen vorbeizukommen. Die Wachen lassen Fahrzeuge des Kartells hinein, ohne sie zu durchsuchen. Das könnte hilfreich sein. Wir könnten zurück zur Straße, ein Auto oder einen Truck entführen und damit reinfahren. Ich habe Kartelltrucks vor dem Depot gesehen. Los geht's. So kommt man eigentlich da rein, indem man einen Kartelltruck nimmt. Ich komme nicht rechtzeitig hin. Fuck. Denn das Problem ist, bei den Stealth-Missionen, die spawnen die Leichen nicht. Das ist tatsächlich ein Problem. Das heißt, man darf nicht einfach wild alle Leute töten. Was ist denn der hier rumläuft immer? Ach komm, hier. Aber geht nicht. Wir sind jetzt bei 10. Da, Blanke! Alarm am Start. Soffen. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. So. Platziere mich mal unauffällig hinter den Kisten. Was sie jetzt riskieren können? Was war das denn für ein Schrei? Ich habe sie schon öfters hier gehört, aber... Alter. Das Problem ist, ich muss ja nicht nur unentdeckt rein, sondern auch unentdeckt wieder raus. So, da kommt er wieder. Und der Tisch, auf dem die Dokumente liegen, ist zu niedrig, um sich dahinter zu verstecken. Würde ein Köder gehen? Nur mal aus Interesse. Naja, will es jetzt nicht ausprobieren. Wobei, da hinten läuft einer vorbei, links, neben diesem Komplex.
Was haut er wieder ab? Kriegen wir nicht mehr ein. Was macht er hier? Er kommt nicht. Oh, scheiße. Ich probiere mal einen Köder. Habe ich tatsächlich noch nie versucht. Noch nie. Noch nie versucht, hier rauszuholen. Okay, Feuerleuchtrakete. Ich dachte, die ganze Basis alarmiert ist. Krass. Hoffen wir mal, dass sie sich wegbewegen. Immer die Minimap ein bisschen im Auge haben. Vogel, aufpassen. Oh shit, jetzt muss ich rein. Der bleibt da stehen, oder wie? Sieht nach Fahrplänen und Schmuggelrouten durch die Provinz aus. Das ist wohl nach Eisuch. Angst. Ich kann nicht nach hinten gucken. Und man kann das auch nicht mehr abbrechen. Wir haben die Fotos, die wir brauchen. Raus Lalalala. Okay, mit einer Ablenkung war es tatsächlich ganz einfach. Guck mal, sogar der Unidad-Heli wird von der Flare angezogen. Sogar der kreist jetzt dort. Wahnsinn. Flair ist ein bisschen übermächtig, kann das sein? Ein Unidad Heli, runter, runter! Der Trottel läuft echt auf die Fackel zu. Zwei fucking Helis? Ist das euer fucking Ernst? Wie soll ich denn jetzt da rauskommen? Ich komme da so nicht raus. Ich muss die Helis loswerden. Schalldämpfer drauf. So. Und jetzt ab geht's. Ich nehme das Motorrad. Ja. Ich komme gleich nach. Nice. Geschafft. Es gab keinen Alarm. Gut. Perfekt. Dann haben wir hier nur noch den Flugplan. Den mache ich am Schluss, weil wir soweit, weil wir eh aus dem Gebiet dann rausfliegen müssen. Und es dauert halt echt lang. Oh, ist das so warm? Ich muss den Ventilator wieder anmachen. Es hat gerade in meinen Kopfhörern geknackt, als ich den Ventilator eingeschaltet habe. Ein bisschen runter, dass er mich nicht ganz gegen den Bauch strahlt. Dann habe ich morgen wieder Husten. Ich kenne mich ja. Aber an die Beine, das geht. Tut mir leid, dass der ein bisschen laut ist. Ich mache ihn auch nachher wieder aus, aber... Ich brauche jetzt gerade eine kleine Abkühlung. Noch eins niedriger. So, eine Stufe niedriger. Dann hört man vielleicht nicht ganz so viel. Ja, was ist los, Ladebildschirm? 75%. Komm, weiter geht's. Und wenn wir nicht gestorben sind, so warten wir noch heute. Alter! Also in der Mission geht es darum, erst mit dem Funker im Tower zu sprechen, in Anführungszeichen, den zu verhören. Dann wieder mal
an einem Laptop was einzugeben, dann quer durch die Basis zu schleichen in ein Flugzeug und mit dem Flugzeug knapp 6 Kilometer weit weg zu fliegen und dort den Käufer, einen Käufer verhören. Und dann ist es erledigt. Wir können los. Fluglotse, nicht Funker. So. Wieso, wir haben Gesellschaft. Bleib wachsam. Hey, ein SB-Leutnant. Sag mir wo. Im Hauptquartier. Ein Selbstbedienungsleutnant. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Ich sehe den Fluglotsen. Dann mal los. Silencio, Marche. Hey, Kartellschütze. Dort, am Checkpoint. Por favor. ¿Qué quiere? ¿Es de Santa Blanca? ¿Unidad? Nix da. Was wollen Sie? Sie arbeiten mit Boston Reed zusammen. Streiten Sie es nicht ab. Das tut doch nur weh. Da bien, wie Sie wollen. Ich will wissen, was er macht. Wohin fliegt er am häufigsten? In Media Luna, pues. Östlich von hier, nach Osten. Da ist eine Landebahn im Bus, die er beliefert. Wenn ein Jefe Reed einen Käufer treffen will, schicke ich einen Code und dann kommt der Käufer zum Flugfeld in Media Luna. Der Käufer trifft ihn am Flugfeld, um die Ladung abzuholen. Ich muss euch noch was zeigen. Ich werde dich sehen. Seht ihr das? Das ist so dämlich. So, weiter geht's. Zurück an die Arbeit. Wenn ein Jefe Reed einen Käufer treffen will, schicke ich einen Code und dann kommt der Käufer zum Flugfeld in Media Luna. Der Käufer trifft ihn am Flugfeld, um die Ladung abzuholen. Her mit dem Code. Und zeigen Sie mir den Rechner, von dem Sie ihn schicken. Está bien, está bien. Hier ist er. So. Codes gesendet. Jetzt müssen wir zum Flugfeld. Laufen wir den ganzen Weg nach Media Luna, Boss? Ich habe eine andere Idee. Eine der Kisten da draußen dürfte aufgetankt sein. Schlau. Reeds Leute schießen uns nicht ab und der Käufer erkennt uns nicht. Wer hat die meiste Flugerfahrung? Meine Idee wäre ein Teleport. Aber... Hab die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Sowas wie Teleport kennen die hier ja nicht. Wagen mit montierter Waffe. Zupf. Na du? Lass dir das mal durch den Kopf gehen. Alles okay, alles okay. Ein Schuss in den Arsch. Zack. So, wo sind die drei von da, die eben da unten waren? Ich kann hier leider nicht die Drohnen fliegen lassen, weil da hinten ist ein Störgerät. Sie ist ein Störgerät. Gestört. Wie der Fisch gestört. Fuck, das war knapp. Okay, es ist alles gut. Naja. Nicht alles. Alarm hier drüben. Steht der drin oder draußen? Ist die Frage. Der Alarm. Aus. Es wird keine Verstärkung einfliegen. Kann man ja schon mal ausmachen. Da nähert sich ein Helikopter. Bitte nicht. Medikamenten. Konvoi. Konvoi. Geht's wieder? Ja. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Da sind sie ja, die drei. Wie hat der es denn überlebt? Ich meine, es war... Hier drüben ist ein Narko. Wo hast du sie? Einer, der war nicht so... Der war nicht gefährlich, ne? Weil das ist eh so einer, der nur abhaut. Bäm.
Ich nenne das Bam. Die da unten treffe ich leider nicht von hier aus. Was hielt ihr denn hin? Richtung Heli? Der nicht mehr da ist mittlerweile? Gut, von mir aus. Soll mir recht sein.